Hallo liebes Harting-Team, willkommen zu unserer Fitnessreihe unter dem Thema Wir machen stark. Aktuell haben alle Fitnessstudios zu und es ist so schwer wie vermutlich noch nie, den inneren Schweinehund zu überwinden. Aber wir vom DHB zeigen Ihnen die perfekte Übung für zu Hause, damit Sie fit at Harting bleiben. Also, runter vom Sofa und mitmachen. Liebe Sportlehrerinnen und Sportlehrer, liebe Handballfreundinnen und Handballfreunde, in der aktuellen Zeit, das Schulfach Sport zu vermitteln, ist gar nicht so einfach. Der Deutsche Handballbund hat, um alle Sportlehrkräfte zu unterstützen, das Format Wir machen stark, fit mit dem DHB, das Schulspecial ins Leben gerufen. Mit dieser Videoreihe könnt ihr euren Schülerinnen und Schülern Bewegungsaufgaben geben, damit sie von zu Hause Sport machen. Das Schulspecial stellt dabei die erste Idee des Sportunterrichts von zu Hause dar. Und so soll das Ziel des Deutschen Handballbundes verfolgt werden. Kinder aktiv halten und zu Bewegung animieren. Dazu verweisen wir gerne auch auf die vielen weiteren Videos der Reihe Wir machen stark, die ihr auf unseren Kanälen findet. Neben der aktiven Auseinandersetzung mit dem Fach Sport in der unterrichtsfreien Zeit empfehlen wir daher die thematische Zusammenarbeit mit weiteren Schulfächern. Unsere Idee dazu haben wir für euch vorbereitet. Viel Spaß beim Sport. Viel Spaß beim Sport. Auf geht's zu einer neuen Trainingseinheit. Fit werden wie Hannibal. Dafür brauchst du diesmal Küchentücher oder ein großes Handtuch, einen Flummi oder Tischtennisball, einen Becher und einen Handball oder Softball. Der muss aber aufprallen können. Starten wir los. Baue zuerst mit deinen Küchentüchern oder einem großen Handtuch einen Kreis. Zum Aufwärmen springe im Kreis auf und ab. Achte darauf, dass du möglichst leise landest und dich kraftvoll mit deinem Sprunggelenken nach oben abdrückst. Springe nun seitlich aus dem Kreis. Lande und springe explosiv wieder zurück. Nach dem Landen in der Mitte startest du sofort in die andere Richtung. Das gleiche machen wir mit Vor- und Rückwärtssprüngen. Versuche möglichst genau wieder in die Kreismitte zurückzuspringen. Die Fortgeschrittenen versuchen die Kontaktzeit außerhalb des Kreises möglichst kurz zu halten. Zum Abschluss des Aufwärmens kombinieren wir diese Sprungform. Springe in Kombination jeweils seitlich und vor sowie rückwärts raus. Wenn du drei Runden jeweils links als auch rechts rum geschafft hast, machst du eine kurze Pause. Für die nächste Übung brauchst du einen Flummi oder einen Tischtennisball sowie einen Becher. Werfe mit deiner Wurfhand den Ball auf den Boden und fange ihn mit dem Becher in der anderen Hand auf. Jeweils fünfmal mit der linken und fünfmal mit der rechten Hand fangen. Schaffst du zehnmal in Folge den Ball mit dem Becher zu fangen, ohne dass er zweimal den Boden berührt? Als nächstes wirfst du den Ball an die Decke, lässt ihn einmal auf den Boden aufkommen und fängst ihn dann sicher mit dem Becher. Hier wechselst du nach dreimal die Hand. Als nächste Variante wirfst du den Ball wieder an die Decke und lässt ihn einmal aufkommen. In der Zwischenzeit setzt du dich blitzschnell hin und fängst den Ball mit dem Becher. Wenn du dies problemlos schaffst, ist es wirklich klasse. Als Schwierigkeit kannst du auch ein Auge während der Übung schließen. Zum Abschluss dieser Übungsreihe wirfst du den Ball direkt von der einen Hand in den Becher. Du kannst dir den Ball auch von jemandem zuwerfen lassen. Wichtig ist, dass du den Ball mit dem Becher, den du mit der linken als auch mit der rechten Hand hältst, fängst. Hier kannst du natürlich auch einen anderen Ball nehmen. Der Kreativität, nach Möglichkeiten zum Fangen zu suchen, sind dabei keine Grenzen gesetzt. Es ist wieder Zeit für eine Pause. Für die nächste Übung benötigst du einen Soft- oder Handball. Am besten wäre ein Ball, den du gut greifen kannst.
Du formst deine Hand zu einem Loch, wie als würdest du eine Eiswaffel umgreifen. Darauf setzt du einen Ball und läufst mit dem Ball durch deine gesamte Wohnung oder das Haus. Wichtig ist, du darfst den Ball nie verlieren. Schaffst du es, 60 Sekunden lang den Ball zu balancieren? Für die nächste Übung benötigst du wieder etwas Platz im Wohn- oder im Kinderzimmer. Du krätschst deine Beine und hältst deinen Ball, den du gut greifen kannst. Jetzt wirfst du den Ball abwechselnd mit der linken und rechten Hand durch deine Beine nach vorne. Du kannst den Ball einhändig oder mit zwei Händen fangen. Wie oft schaffst du es, in 30 Sekunden den Ball durch deine Beine zu spielen? Die nächste Übung kannst du auch in einem Garten oder im Park durchführen. Du rollst deinen Ball ein paar Meter nach vorne und läufst ihm hinterher. Du stoppst ihn mit verschiedenen Körperteilen, deinem Knie, deinem Ellenbogen oder auch mit deinem Gesäß. Es ist wieder Zeit für eine Pause. Nun möchten wir mit dir eine ganz wichtige Handballfertigkeit üben, das Prellen. Stell dich aufrecht hin und prelle deinen Ball möglichst aufrecht auf den Boden auf. Ganz wichtig, dein Ball ist dein Freund, darum versuche diesen mit deinem Handgelenk locker aufzuprellen und nicht darauf zu schlagen. Das Prellen führt man möglichst immer neben dem Körper aus und ungefähr hüfthoch. Der Oberkörper bleibt dabei aufrecht und der Blick ist vom Ball gelöst. Natürlich kannst du auch jeden anderen Ball nehmen, es muss kein Handball sein. In der nächsten Übung prellst du den Ball auf, drehst dich blitzschnell um die eigene Achse und prellst dann weiter. Versuche, dich dreimal links herum zu drehen und dreimal rechts herum. Schaffst du es, ohne dass der Ball wegfliegt? Sehr gut. Du hast dir eine Pause verdient. Wir machen weiter mit dem Training. Setze dich auf den Boden und strecke deine Beine aus. Prelle links und rechts neben dem Körper. Versuche einen Wechsel von der einen auf die andere Hand problemlos hinzubekommen. Wir bleiben im Langsitz, krätsche jedoch deine Beine. Jetzt versuchst du den Ball von links nach rechts durchzuprellen, möglichst ohne dass du den Ball von unten führst. Wie lange brauchst du, um 10 Durchgänge zu absolvieren? Kommen wir nun zum Einbeinstand. Du stehst auf einem Bein und prellst deinen Ball. Denke an die vorher besprochenen Regeln. Versuche möglichst fest auf einem Bein zu stehen, ohne zu springen. Du bist praktisch ein Baumstamm. Die vorletzte Übung wird etwas schwieriger. Du prellst im Einbeinstand, fängst den Ball mit beiden Händen und springst dann nach oben. Die Landung erfolgt mit dem anderen Bein. Versuche, möglichst gut auszubalancieren und fange dann mit der anderen Hand an zu prellen. Dabei bleibst du aufrecht und bist nach der Landung so gerade wie der Eiffelturm von Paris. Bei der letzten Übung bin ich wirklich gespannt, ob du es schaffst, die ist wirklich für Fortgeschrittene. Prelle jeweils abwechselnd mit links und mit rechts hinter deinem Rücken. Du darfst deine Position verändern, der Ball sollte jedoch nur einmal aufkommen.
Wenn du es 15 Mal in Folge schaffst, ist Hannibal sehr stolz auf dich. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal bei deiner Sportstunde von zu Hause mit dem Deutschen Handballbund.